Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, in dem folgenden Videobeitrag. Heute zum aktuellen Anlass eine Eilmeldung, und zwar was die Minuszinsen betrifft und wie sich diese überraschenderweise, für uns natürlich nicht, beziehungsweise die meisten von euch, die auch regelmäßig sowieso diese Videos schauen, doch wie die Minuszinsen in der Zukunft dramatisch ausufern werden, dramatisch ansteigen werden. Und warum und wieso und ja, und noch einiges Hintergrundwissen dazu in diesem Videobeitrag. Ja, du siehst hier, ich hoffe, man erkennt das im Video, ein Teletextauszug bzw. ein Videotextauszug. Dieser stammt von der Seite NTV vom Sonntag, dem 18.09. um 14:13 Uhr, wo das Ganze letztlich von mir abfotografiert. Und ich war erstaunt, mit welcher Offenheit hier ein Systembeteiliger, sage ich mal, in diesem Schuldgeldkreislauf, denn unser Geldsystem, der eine oder andere weiß es von euch, ist ja letztlich ein Kreditgeldsystem. Das heißt, das System baut letztlich auf Schulden, und Schulden müssen logischerweise immer früher oder später zurückgezahlt werden. Und somit ist auch unser jetziges Kreditgeldsystem ein System, was immer wieder letztlich kollabieren muss, beziehungsweise der Wert der Schulden, weil es eben Kreditgeld ist, immer wieder letztlich beglichen werden muss. Und ich lese am besten erstmal kurz den Videotext vor. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie gut man das Ganze erkennt, und werde dann einige Punkte dazu erläutern, weil das ganz, ganz wichtig ist zu verstehen. Also die Headline: Minuszinsen bei Finanzkrise. Ex-IWF-Chefökonom Rogoff fordert drastische Minuszinsen im Falle einer erneuten Finanzkrise. Also ganz wichtig hier, drastische Minuszinsen. Warum drastisch? Dazu gleich auch noch ein bisschen mehr. Zudem sollen Sparer nicht mehr auf Bargeld ausweichen können. Deine andere Follower von euch erinnert sich vielleicht an das Video, was ich vor ein paar Monaten gerade erst erstellt habe, und da bin ich unter anderem darauf eingegangen, dass das Bargeld nicht wegen der, was ja immer so propagiert wird, wegen dem Terrorismus, der Terrorismusbekämpfung letztlich abgeschafft werden soll, was sowieso Blödsinn ist. Es gibt, wie gesagt, Kreditkartenbetrug und so weiter, doch wäre jetzt ein anderes Thema, sondern damit der Bürger letztlich nicht aus dem Schuldgeldsystem, also aus dem Kreditgeldsystem, flüchten kann, und somit, damit der Bürger somit bürgen muss für die Schulden. Ja, und letztlich ist ja der Bürger der Staat, logischerweise. Und das ist die wahre Motivation, und das wird hier, wie gesagt, erstaunlich ebenfalls sehr offen von dem Ex-IWF-Chefökonom Rogoff hier auch jetzt verdeutlicht. Er sagt dazu: Die verfügbaren Geldscheine sollten sich auf Kleinstbeträge von 20ern, ja, man muss lachen, aber es ist nicht zu lachen, denn wie gesagt, letztlich eine Enteignung durch die Hintertür bis hin zu Münzen beschränken, sagte Rogoff der Welt am Sonntag. Eines Tages werden wir eine neue, schwere Finanzkrise bekommen, und dann können wir negative Zinsen von minus 6 oder minus 5% brauchen, um schnell aus der Krise zu kommen. Auch hier muss ich sagen, erstaunlich ehrlich, denn eine Finanzkrise ist keine Frage des Ob, was leider viele Menschen nicht wissen. Ja, die meisten Menschen denken, dass eine Finanzkrise mal wieder ein Unfall gewesen ist. Nein, eine Finanzkrise ist systembedingt. Es muss immer wieder zu Verwerfungen kommen in diesem System, in dem wir uns derzeit befinden. Das war damals übrigens zu Zeiten der Golddeckung anders gewesen. Doch seitdem das Geld nichts mehr wert ist, die meisten von euch kennen die Geschichte, 1971 wurde ja der Dollar letztlich komplett von einem wahren Wert von Gold abgekoppelt, und seitdem ist Geld nicht mehr als ein Versprechen. Und die nächste Finanzkrise wird, wie es auch hier ganz direkt und wie gesagt meiner Meinung nach sehr ungewöhnlich offen und ehrlich, weil das kann man von Politikern und systemintegrierten Personen normalerweise so nicht erwarten. Und wie gesagt, die nächste Finanzkrise wird so oder so definitiv kommen, und sie wird auch mit höchster Wahrscheinlichkeit, meiner Meinung nach hundertprozentig, ja für mich persönlich, wesentlich heftiger ausfallen als die letzte Finanzkrise 2008. Warum ist das so? Ganz klar, die Staaten mittlerweile sind so weit dermaßen hoch verschuldet, dass gar keiner mehr letztlich nochmal beim nächsten Crash überhaupt genügend Geld zur Verfügung stellen kann, um die nächste Krise abzufedern.
Denken wir kurz an 2008, da sind viele Staaten eingesprungen, sind selber nach den Banken, also viele Staaten, Griechenland und so weiter, ja, viele andere Beispiele, selbst in Europa, Italien, immer noch kurz vorm Bankrott quasi heute, genauso wie Frankreich, Spanien, Portugal und so weiter und so fort. Wir müssen erst gar nicht über Japan reden, mittlerweile über 200% des BIP verschuldet sind. Also die Staaten sind jetzt schon, viele Staaten, so gut wie bankrott, selbst die USA. Dort geht es auch mehr munter weiter mit der Verschuldung. Also eine nächste Krise werden die Staaten gar nicht mehr stemmen können. Ja, eine nächste Bankenkrise zum Beispiel, schauen wir uns derzeit nur die Deutsche Bank an. Oder in Italien, das älteste Bankinstitut der Welt ist dort auch mittlerweile quasi schon bankrott. Und dort sind einfach keine Gelder mehr vorhanden. Das heißt, wenn die nächste Krise kommt und wenn sie auch nur so schlimm wäre wie 2008, sie wird aber viel, viel größer sein, mittlerweile auch die Verwerfungen viel größer geworden sind. Und dann wird es einfach so sein, dass nur noch dreckige Lösungen letztlich diese unglaubliche Schuldenberge angleichen können. Und das ist nun mal auf der einen Seite steigende Minuszinsen und das wird definitiv kommen. Schon jetzt tun ja die Notenbanken, die Zentralbanken nahezu weltweit alles dafür, damit die Inflation und die Negativzinsen immer weiter steigen. Ja? Allein die EZB kauft, glaube ich, aktuell immer noch Staatsanleihen im Wert von über 80 Milliarden Euro monatlich an, mittlerweile Unternehmensanleihen. Und dadurch werden natürlich, wird früher oder später die Inflation, die wir jetzt schon teilweise im Vermögensbereich sehen, ja, zum Beispiel bei den steigenden Immobilienpreisen oder bei den stark gestiegenen Aktienpreisen, eine sogenannte Vermögenspreisinflation. Und diese Inflation wird früher oder später auch auf den Produktmarkt übergreifen und auch sich noch weiter erhöhen und vor allem dann erstmal steigen, wenn die Wirtschaft wieder früher oder später irgendwann in Schwung kommt. Ja, aber nämlich genug, wie gesagt, werden die Negativzinsen auch immer weiter steigen. Und ja, zu einem natürlich wichtig, das zu wissen. Doch die Frage ist natürlich, beziehungsweise letztlich darauf ankommen, für einen persönlich ist natürlich wichtig, auch aus diesem Wissen, aus dieser Kenntnis zu handeln. Und einige von euch wissen, dass die von euch Follower sind. Dafür auch herzlichen Dank an dieser Stelle. Natürlich Gold. Ja, Gold ist der Sachwert Nummer eins, also Lösung in Sachwerte absichern, um dann diesen steigenden Minuszins und die steigende Inflation zu umgehen. Das heißt, Sparkonto, Riester, Lebensversicherung, Staatsanleihen, diese Leute werden immer mehr letztlich durch die Hintertür enteignet. Wir haben jetzt ja schon bei vielen Staaten weltweit noch vor der Inflation Minuszinsen, zum Beispiel Schweiz, Japan, Deutschland ist auch mittlerweile im Minuszins, auch wenn noch relativ bescheiden. Aber hier verlieren die Leute schon vor Steuern, schon vor Inflation Geld. Und wenn hier zum Beispiel dieser Zins, wie er hier sagt, nur auf 5% steigen sollte, man würde hier zum Beispiel 5 Jahre, Entschuldigung, oder sagen wir, okay, 5 Jahre, nur 5 Jahre sein Geld lagern, ja, zum Beispiel auf ein Sparkonto. Dann würde man bei diesem Zins, bei Nullzins auf dem Sparkonto plus diesen Negativzins, würde man also dann bereits nach 5 Jahren ein Viertel seines Vermögens verlieren. Nach 10 Jahren bereits, ich hoffe, ich rechne richtig, nach 10 Jahren bereits würde man also ungefähr circa 50% seines Vermögens, seiner Ersparnisse verlieren. Ja. Und wenn dann noch zusätzlich sogar Inflation kommen sollte, ja, die Durchschnittsinflation war zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten im Durchschnitt bei knapp über 3%. Und wir haben zum Beispiel 6%, nochmal 3% Inflation, da sind wir schon fast bei 10%. Und du weißt sicherlich auch, dass die offizielle Inflation, beziehungsweise die echte Inflation, die man also selber bei sich persönlich merkt, die sogenannte gefühlte Inflation, viel höher ist als die öffentliche Inflation, die propagierte Inflation, die ist ja auch durch diverse Tricks schön gerechnet. Das heißt, wir sind dann sehr schnell bei 10%, also Minuszins plus Inflation. Und dann haben wir zum Beispiel schon nach ungefähr 5 Jahren bei 10%, wenn wir das Geld zum Beispiel beim Sparkonto liegen lassen, 50% weniger Kaufkraft. Ja, oder bei 10 Jahren dann bereits haben wir, ja, dann haben wir schon fast das Vermögen vernichtet. Ist nicht ganz so schlimm, weil es ganz kompliziert ist, diese Rechnung hier zu erläutern. Aber auf jeden Fall wird man dann unglaublich viel von der Kaufkraft verloren haben. Ja, und nur mal zu
versuchen, plastisch greifbar zu machen, was das überhaupt letztlich bedeutet. Also wer jetzt noch in Sparkonten spart oder allgemein Geldwerte, der hat definitiv nicht verstanden, was Inflation und Minuszinsen für ihn bedeuten. Schon jetzt wohlgemerkt machen die meisten sowieso bei den meisten Geldanlagen Minus. Denken wir nur an Riester. Bei Riester muss man sowieso mindestens in der Regel erstmal 90 Jahre alt werden, um überhaupt das, was man eingezahlt hat, wieder rauszubekommen. Und wenn man erstmal 90 Jahre alt geworden ist, hat natürlich das Geld zu dem Zeitpunkt wesentlich weniger Kaufkraft als Jahrzehnte zuvor. Das ist aber eine andere Geschichte. Also das heißt, die Kapitalanlagen werden in der Zukunft noch unlukrativer, als sie eh schon sind. Die meisten brachten auch vorher schon statt Vermögensaufbau Vermögensabbau. Ja, muss man auch mal so offen und ehrlich sagen. Doch, wie gesagt, wichtig, sich abzusichern und hier Gold in erster Linie, weil Gold ist anonym. Das heißt, auch wenn die Politik vielleicht irgendwann vorhat, zum Beispiel die Immobilienbesitzer durch zum Beispiel ein Lastenausgleichsgesetz nochmal zusätzlich zu enteignen oder auch die Aktienanleger zum Beispiel, dann ist das bei Gold schwierig, weil Gold ist eine anonyme Anlage. Gold kann, wenn man es physisch vor Ort hat, auch zum Beispiel versteckt werden, wo keiner darüber Bescheid weiß. Gold kann jederzeit umgetauscht werden, weltweit. Ja, Gold erlaubt volle Flexibilität. Gold kennt kein Verklumpungsrisiko, was man zum Beispiel bei Immobilien hat. Das heißt, man kann kleine Mengen, aber auch größere Mengen, ja, vollkommen flexibel gestalten. Und natürlich Gold in kleinen Einheiten, wenn man es zusätzlich hat, ist im Worst Case auch die Krisenwährung Nummer eins, sodass man auch hier jederzeit beruhigt schlafen kann. Also das ist, wie gesagt, deswegen mein Appell, nicht nur das Ganze für sich verinnerlichen, nicht nur das Ganze verstehen, sondern auch möglichst jetzt noch, wo man es kann, handeln. Das haben wir auch gesehen bei der letzten Finanzkrise 2008. Da wollten viele auf einmal Gold haben, doch dann war Gold bei den meisten Goldhändlern ausverkauft und nicht mehr verfügbar. Daher vor der Krise handeln, vor der nächsten Krise, die wie gesagt definitiv kommen wird. Das wird ja auch jeder seriöser, gut geschulter Professor im Bereich Volkswirtschaftslehre bestätigen können. Die meisten dürfen es ja so offen gar nicht sagen. Wäre aber auch ein anderes Thema. Doch wie gesagt, wirklich wichtig zu handeln und sich dort rechtzeitig abzusichern und nicht dann, wenn das Kind bereits im Brunnen gefallen ist, dann ist es nämlich in der Regel schon zu spät. Ja, das war es in diesem Video. Ich wünsche dir und euch weiterhin alles Gute und die richtigen Handlungsentscheidungen aus diesen Erkenntnissen. Liebe Grüße aus Schwerin, dein Matthias. Ciao, ciao.